zum ersten grossen Show-Act von dem heutigen Abend. Begrüßen bitte eine Superspielerauswahl vom HC Davos. Bonsoir. Hallo. Stéphane Lambiel. Ja, es ist cool, oder? Ja, wirklich cool. Du bist cool. Wie ist das eigentlich? Hast du früher noch einmal selber Eishockey gespielt? Eigentlich ist es das erste Mal und ich genieße es. Es ist wirklich eine coole Erfahrung. Und was ich am meisten von dieser Erfahrung genieße, ist der Duft. Der Duft? Ja. Also der Duft vom Eis oder von den Spielern? Von dir? Von mir, ja, okay. Genau. Nein, sonst ist alles das Gleiche. Also ich meine, Schlittschuh, Eis, Publikum. Ja gut, so wie du das sagst, klingt das so einfach. Aber es ist sehr kompliziert, was du machst. Ich meine, wenn du Eishockeyspieler gewesen wärst, wenn du mit deinen berühmten Pirouetten so kurz vor dem Goal, so, weißt du, kannst es ja im Uhrzeigersinn und andere, du könntest die ganze Mannschaft verwirren. Ja, also man muss mit dem HC Davos reden, vielleicht kann ich helfen. Ich habe das Gefühl, das geht eine 10-Minuten-Strafe, wenn du das vor dem Goal machst. Also wir haben nachher einen, der da auch zu uns kommt, der auch am HC Davos seit einer gewissen Zeit ein bisschen hilft. Und vielleicht, wer weiß, wird etwas, oder? Vielleicht. Das weiß man nie.
Du bist aber nicht mehr im Wettkampfsport, gell? Aber du bist immer noch auf dem gleichen Level, wenn du jetzt tanzt. Oder andere sagen doch nämlich, nachher nehmen sie ein bisschen kürzer, nehmen sie ein bisschen easier. Du bist immer noch voll dabei, auch bei deinen Shows. Ja, also mein letzter Wettkampf war in 2010 mit Vancouver. Und seitdem bin ich immer voll aktiv im Eiskunstlauf. Ich bin im Moment am Vorbereiten für meine erste Show, die ich organisiere am 18. Dezember in Genf, Ice Legends. Und danach geht es weiter mit Art on Ice in Zürich, in Lausanne und auch hier in Davos. Super, könnt ihr Art on Ice schauen und auch seine Show? Genau. Oder? Beides, natürlich. Ja, beide. Wir können beide brauchen, das ja, ist klar. Ja, sicher. Stefan, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Wir wünschen dir alles Gute für deine weitere Karriere. Das ist der Stefan Lambiel. Vielen Merci. Dank. Vielen Dank, danke. Danke vielmals. Merci. Ciao. Wow.